Tommy Vercetti? Shit. Didn't they ever let him out? He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24-karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Give it a few months. Then we go down. Pay him a little visit, right? See how he's doing. Ken Rosenberg here. Hey! Hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nice for ourselves, which is, you know, good. Okay, so, they're brothers, okay? One operates the business, and the other one does the flying. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here! I poke my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Und damit einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei GTA. Diesmal wieder in Vice City. Also es hat sich an der Location zumindest nichts geändert, nur ich kann die Kamera gerade nicht bewegen aus einer Ego-Perspektive. Das fuckt mich jetzt schon ab. wir sind wieder in Vice City und wir sind mit Tommy Vercetti in Vice City. Wir haben gerade den zweiten Teil von unserer 20 Kilo Koks-Episode erlebt. Victor hat's... Zum einen ist in den letzten zwei Jahren irgendwas mit Victor passiert, habe ich das Gefühl. Zum anderen hat es ihn jetzt erwischt, leider. Möchte ich fast sagen. Ich habe vergessen, die Musik auszumachen. Es tut mir leid für Michael tatsächlich gerade im Hintergrund, aber es mal ist das okay, wenn so eine Folge gesperrt wird. Durchgehend ist das, glaube ich, nicht gut fürs Konto. Und damit meine ich nicht mein Geldkonto, sondern mein YouTube-Konto. Ich glaube, wenn man da Ausnahmen macht, ist das okay, aber irgendwann kommen die dann doch mal auf den Trichter zu gucken. Ja, während ich hier so erzähle, halte ich mich einfach mal an Verkehrsregeln. Ja, wir sind gerade in Vice City angekommen mit Tommy. Wir kommen aus Liberty City und sind gerade aus dem Knast raus. Und unser dubioser Chef, nenne ich Sonny jetzt einfach mal, hat sich überlegt, hey, wir schicken ihn da runter, der soll mal ein bisschen Kohle machen, soll Highlife und sowas. Und dann das mit den Drogen, das klappt schon. Hat nicht geklappt, wir sind jetzt Geld und Drogen los. Und fahren jetzt mal zum Hotel. In der Hoffnung, dass Sonny das einigermaßen gut aufnimmt.
Immer diese ikonischen Autos, die hier im Weg stehen. Ich halte mal in der rosa Markierung. Ich fahre da jetzt nicht draußen rum. Ich möchte Kens Auto jetzt auch nicht wegschmeißen. Ich glaube, alle anderen Einstellungen passen, ne? Ich habe die Bewegungsunschärfe aus. Ich habe Breitbild eingeschaltet. Musik ist jetzt auch weg. Das sollte funktionieren. Das im Intro kriegt man übrigens so auch nicht weg. Also die Intro-Musik bleibt. Das meine ich mit Mal ist das okay. Ich kann nur leider kein Radio durchgehend laufen lassen. Das funktioniert in dem Let's Play leider nicht. Das ist gerade bei Vice City sehr schade. Aber wir sind es ja mittlerweile gewohnt. So. Wir haben eine pinke Markierung. Wie gesagt, es ändert sich ja tatsächlich jetzt nicht großartig was im Vergleich. Wir machen jetzt erstmal wieder die Story. Krankenwagen, Polizei und solche Geschichten mache ich abseits davon. Buff quasi den Charakter hoch, aber ihr kriegt davon nicht viel mit. Wir kümmern uns primär um die Story, um ein paar Nebenmissionen und am Ende gibt es eine Tourismusfolge. Alles wie gehabt. Aber jetzt werden wir erstmal Sonny darüber informieren, unseren alten Freund, was so los ist hier in Vice City. Hello, Sonny. Tommy! Tommy, it's been too long. I know. You're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only yesterday. I guess that's a perspective thing. Hey, doing time for the family is no piece of cake, but the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. I'll be in touch. Auch das lauteste Telefon auf den Boden schmeißgeräusch in der Videospielgeschichte. Okay, das hat ja großartig funktioniert. Und natürlich ist Sonny da jetzt nicht so ganz mit einverstanden gewesen, aber gut, wir haben ihm ja jetzt gesagt, wir kümmern uns drum. Das ist auch so ein Lieblingssatz von mir auf der Arbeit, aber das ist auch hier wieder eine andere Geschichte. Wir fahren durch Vice City. Wir sind jetzt hier am Strand, das heißt, wir starten genau spiegelverkehrt, so wie es uns ja beim letzten Teil auch schon aufgefallen ist. Ich habe ein bisschen mit Aufnahmesettings und Schnittprogramm und sowas rumgespielt, also es kann sein, dass sich qualitativ irgendwie ein bisschen was getan hat. Da gerne ein bisschen Feedback in die Richtung. Ansonsten alles wie gehabt. Selbe tranige Stimme, selbes Gameplay. Selbe Liebe für die Banshee. Hallöchen, du kleines Schmuckstück, du. Ich lass mich ein bisschen ablenken, sorry. So, wir fahren einmal zu Ken Rosenberg, unserem Anwalt des Vertrauens. Um ihm vor allem in erster Linie vielleicht sein Auto wiederzugeben, aber auch um mal vielleicht eine Spur zu finden, wer da jetzt eigentlich für diesen Hinterhalt verantwortlich war. Achso, übrigens, nochmal zur Version, bevor ich jetzt hier gleich anhalte und das Auto wieder abstelle. Oder halt generell in dieser Gasse, wenn wir noch im Auto sitzen. Ich habe ja gesagt, wir spielen auf der PS5 die PS4-Version, die von der PS3 ist, die PS2-Version emuliert. Ne? Dieses ganze ewige funktioniert nicht, weil die PS5 nicht mehr in mein Setup integriert ist. Und das da jetzt versuchen reinzuklemmen, hat auf die kurze Dauer jetzt leider nicht funktioniert. Deswegen greifen wir auch hier wieder auf einen Emulator zurück und ich habe mir tatsächlich drei und Liberty City Stories jetzt nochmal im Bundle quasi für die PS2 geholt, damit das hier alles sauber vonstatten geht. Nur wie gesagt, ich habe es mit einem langen HDMI-Kabel nochmal versucht, das kriegt Elgato nicht hin und. Ich denke mal, so geht's auch. Es sieht ja jetzt nicht irgendwie, es sieht eigentlich fast sogar noch besser aus, hätte ich fast gesagt. Nur das nochmal für die Versionsunterschiede. So, jetzt geht's los. Mit der Kampagne hätte ich fast gesagt, die Party. Go get some sleep, he says.
I have been sitting in this chair all night with the lights off, drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. You're gonna find out who took our cocaine, and then I'm gonna kill them. That's easy. A good idea. That's a great idea. Let me think. Oh, there's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Ich finde Kens Büro tatsächlich sehr schön eingerichtet. Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. Ja, und wir mögen das Shirt auch. Und da werden wir wahrscheinlich auch einen Großteil der ganzen Kampagne mit verbringen. Vielleicht dann später nochmal mit Anzügen oder sowas. Das werde ich mir nochmal überlegen. Aber jetzt erstmal wieder Ken Rosenbergs Auto klauen. Beziehungsweise ausleihen, ne? Wir fahren ja jetzt nur ein Stück damit, dass wir das schon irgendwie verstehen. Ach, guck mal, der Cheetah Classic. Ihr müsst jetzt nochmal einen kompletten Teil mit diesem Gag leben. Es tut mir leid. Denn jetzt ist er ja gerade der Cheetah. Lololol. Wir stellen uns hier hin. Wir wissen alle, was gleich kommt. Für die Leute, die es nicht wissen, herzlich willkommen bei einer großartigen Spielereihe. Und gehen uns mal umziehen. Bei Raphaels. Irgendwie sind die Dinger mit dem Balken jetzt auch abgeschnitten im Breitbild. Naja. Nice Bike. Ja. Das mit der Kamera, dass man die nur dreht im Ego-Perspektive-Modus, ist auch irgendwie so eine Sache. Ich weiß nicht, ob der Polizist... No, mein Bike! Ja, okay. Das Bike zählt nicht dann als geklaut. Das ist gut, weil hinter mir stand jetzt auch nochmal ein Polizeiauto. Schön, mit dem Moped durch Vice City knattern. Das war damals schon ein besonderer Moment. Also hier wirklich so am Strand entlang. Ach, guck mal hier. Die Menschen, die kennen wir doch. Aber die Garage fehlt. Tatsächlich fällt mir jetzt gerade mal auf. Die haben die in den letzten 2 Jahren anscheinend die Garage zurückgebaut, habe ich das Gefühl. Naja, wir fahren zum Yachthafen. Und gucken mal, wer auf der Party so zugegen ist. Denn so heißt die Mission. Die Party. Buenas noches. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Versetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we'll talk later. Meanwhile, let me introduce you to my daughter. Miss Davis! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living with it. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our Congressman Alex Shrub with rising silicone star, Candy Sucks. And have you met my lovely wife, Laura? No? Well, unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, we have the Vice City Mamba's star titan, BJ.
Always the charmer. I blacked down on him, and then I put him in a wheelchair. That is good. Well, now I'm looking at some prime... And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead singer with Love Fist. Yeah, can I tell you? Do you know how they play ping pong in Thailand? Let me tell you. It does not involve a paddle, if you know what I mean. Impotent. And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Steve Scott. Fishing throws a passion with the Nympho Invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Now, you never saw anything like that before. Colonel, your party's as ever a triumph. I can only apologize. Oh, then another amigo. How do we find you? Our business is very trying. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Cope. Mercedes! Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Drinks. Hat ja jemand richtig Bock auf Ricardo Diaz. Das ist ein bekanntes Gesicht gewesen, unter all den neuen Gesichtern, die wir da gesehen haben. Und ja, ich weiß. Ihr müsst nichts sagen. So. Das mit der Kamera macht mich echt ein bisschen fuchsig, aber gut, wir müssen erstmal damit klarkommen. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. Maybe. Difficult having a rich and powerful father. Vamos. Vamos. Okay, wir fahren zum Pole Position Club, einem doch relativ pikanten Etablissement, möchte ich es nennen. Und bringen Mercedes einmal weg. Und ich glaube, damit hat sich die Geschichte dann auch. Ich weiß nämlich nicht, ich glaube, danach kommt jetzt erstmal nichts mehr. Zumindest was die Party angeht. Kannst du bitte, danke. See you around, handsome. Und wir können den Pole Position Club tatsächlich irgendwann auch mal holen. Das hat zumindest das Symbol da angezeigt. Und die Mission ist erfüllt. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier tatsächlich, sobald man die Musik runtermacht, dass dann auch der Jingle für das Mission erfüllt irgendwie weg ist. Das ist bei den anderen nicht der Fall. Das ist echt ein bisschen wack. Tatsächlich, vielleicht. Ich suche mir den irgendwo und spiele den jedes Mal ein, wenn wir eine Mission geschafft haben. Alternativ, aber der kommt, glaube ich, immer, oder? Das ist jetzt nicht irgendwie bei der ersten Mission, dass der da nicht stattfindet oder sowas. Ist ja auch wurscht. Wir fahren auf jeden Fall zum L. Viele fragen sich, ich auch unter anderem damals, so von wegen, ey, warum steht da ein L, wenn es Ken Rosenberg ist, aber es ist ja Lawyer. Deswegen das L. Und halten hier, denn auch daran hat sich nichts geändert. Wir bleiben bei einer Folgenlänge von ungefähr 20 Minuten, außer bei Special-Folgen, die irgendwas mit Nebenmissionen zu tun haben oder bei was zusammengeschnittenem oder sowas, ne? Wir bleiben erstmal bei diesem Muster. Das wird sich vielleicht mal irgendwann bei bestimmten Spielen ändern. Aber das liegt noch weit, weit in der Zukunft. So, das auch nur nochmals Ansage. Jetzt haben wir genug Ansagen gemacht, haben auch schon ein bisschen unseren Weg gefunden in Vice City. Während da vor uns gerade schon wieder Polizeigewalt ausgeübt wird. Wir gucken uns das mal nicht weiter an. Wir hören nur noch hin. Ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen, auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Kann man sagen, was ist denn jetzt passiert? Und wir sehen uns morgen wieder bei Vice City oder einem anderen Projekt von uns. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Macht es gut und tschüssi.